Jedes Leben ist ein kleines Meisterwerk. Wir lernen laufen, sprechen, lesen, schreiben. Wir erleben glückliche Momente, Erfolge und Freuden. Wir lernen, mit Enttäuschungen umzugehen und Niederlagen zu verkraften. So funktioniert das nicht, nein. Wir schließen neue Freundschaften. Wir lernen, Abschied zu nehmen und loszulassen. Jeder Schritt im Leben ist eine Entscheidung für das eine und gegen etwas anderes. Im Familienkreis müsste geklärt werden, wie die Abschiednahme später ein. Manche Entscheidungen sind ganz leicht zu treffen. Und doch kennen alle die sprichwörtliche Qual der Wahl. Manche Entscheidungen erscheinen uns groß und von enormer Tragweite. Andere Schritte, die unseren Lebensweg lange bestimmen, treffen wir ohne jedes Zögern. Ja. Wir können nicht bestimmen, wie unser Weg weitergeht. Dass Sie sich für eine Seebestattung entschieden haben. Und wann er endet. Aber wir können uns darauf vorbereiten. Außerhalb der 3-Meilen-Zone. Und wer kennt nicht die Erleichterung, wenn man einen Entschluss, den man lange hinausgezögert hat, endlich fasst? Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung für mich getroffen habe. Wir übernehmen in unserem Leben ständig und ganz selbstverständlich Verantwortung. Hallo, junge Frau, Sie haben mal schwer zu tragen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Gerne. Mann, das ist ja. Danke. Sie kaufen aber viel ein. Verantwortung in der Schule. Beim Sport. Und so? Ja, so. In der Familie. Eben überall da, wo wir Menschen begegnen. Manchmal wiegt Verantwortung schwer auf unseren Schultern. Manchmal haben wir einfach das Gefühl, das Richtige zu tun. Ich war heute beim Bestatter. Beim Bestatter? Ja, und habe einen Vorsorgevertrag gemacht. Für mich. Es ist ein gutes Gefühl, den Mut zusammenzunehmen und für seine Bestattung vorzusorgen. Also keine Sorgen damit. Sich heute schon um morgen zu kümmern. Für dich erstmal, Christina. Es wird eine Seebestattung. Kannst du dir sicher denken. Sich und seiner Familie eine Sorge abzunehmen. Schön, dass du dich um alles gekümmert hast. Danke. Ja, das war mir ein Herzensbedürfnis. Warum nicht auch den letzten Schritt denken? Wir gestalten unser Leben doch auch sonst nach unserem Geschmack. Wir haben die Möglichkeit, zu wählen, was zu uns passt. Sie sorgen vor, wir unterstützen sie. Vorsorge. Eine Sorge weniger.